Hallo liebe Freunde des Videospielens, ihr seid auf Supersquad Gaming und willkommen in der Moshpit, der Rubrik, in der wir zwei fiktive Charaktere 1 gegen 1 gegenüberstellen. Der moderne Meuchelmörder. Kein zwielichtiges Unternehmen und keine Regierungsorganisation kommt ohne ihn aus. In der Geschichte der Videospiele gab es viele großartige Attentäter, doch zwei stechen ganz besonders heraus. Sam Fisher, die Ein-Mann-Armee und Agent 47, der fleischgewordene Sensenmann. Ich bin Iron. Und ich werde alle ihre relevanten Eigenschaften aufklären, um zu bestimmen, wer von diesen beiden die Moshpit überleben wird. Lieutenant Commander Sam Fisher, ehemals Mitglied der US-amerikanischen Navy SEALs, ist ein ehemaliger Agent von Third Echelon, einer streng geheimen Zweigorganisation der NSA, und ist zurzeit der kommandierende Offizier von Fourth Echelon. Sam ist 1,77 Meter groß, wiegt 78 Kilogramm und ist als ehemaliger Spezialeinsatzsoldat bestens ausgebildet. Er ist zu außergewöhnlichen athletischen Leistungen imstande, welche viele Kletter- und Hangeltechniken umfassen, sich aber nicht darauf beschränken. Als Spezialagent im Fronteinsatz ist Sam Fisher ausgebildet in Muay Thai und Jiu-Jitsu, um im Fall der Fälle auch im Nahkampf die Oberhand zu behalten. Grundsätzlich verlässt sich Fisher aber lieber auf seine Schusswaffen und Tarnfähigkeiten. So bevorzugt er es, sich entweder im Schatten an Hindernissen vorbeizuschleichen oder Feinde aus der Dunkelheit heraus mit seinem Arsenal an Mördermaschinen auszuschalten. Sam hat in seinen Spielen eine gigantische Anzahl an unterschiedlichen Waffen zur Auswahl gehabt, weshalb ich sein Arsenal auf die typischsten Waffen eingrenzen werde. Er trägt die SC-20K MRBS Assault Rifle, ein äußerst präzises Sturmgewehr mit guter Feuerrate und Schalldämpfer. Die FN-57 USG 5,7mm, eine schallgedämpfte halbautomatische Pistole, mit der er meisterhaft umgehen kann. Und seine Karambit-Kampfmesser, welche sich dank ergonomischer Handgriffe besonders gut für den Nahkampf eignen. Doch das sind nur seine herkömmlichen Waffen. Fisher hat außerdem Zugriff auf Mini-C4-Sprengsätze, explosive Haftkameras mit abspielbarer Melodie zur Ablenkung von Feinden, Blendgranaten, EMP-Granaten, Splittergranaten sowie ein tragbares EMP-Gerät, welches in einem bestimmten Umkreis alle Technologie lahmlegt. Die von Fisher selbst bleibt seltsamerweise meist unberührt. Sams bestes Ausrüstungsteil ist jedoch seine Sonarbrille, mit der er Personen, Fallen und potenziell wichtige Gegenstände sehen kann, was auch immer die Umgebungsbedingungen sein mögen. Seine Sicht durchdringt sogar die meisten Wände. Die Sonarbrille kombiniert mit seiner Pistole hat Sam Fisher ermöglicht, die Fähigkeit Mark and Execute zu erfinden, wobei er gesehene Feinde markiert und mit einem einzigen präzisen Kopfschuss ausschaltet. Außerdem hat Sam im Gegensatz zu den meisten Menschen keine Angst vor der Dunkelheit. Er sieht sie viel eher als Freund und Verbündeten im Einsatz, weshalb sein Kampfstil aus dem Schatten heraus auch so erfolgreich ist. Trotz all dieser genialen Ausrüstung und Fähigkeiten ist Sam Fisher dennoch nur ein Mensch und kann wie jeder Mensch getötet werden. Besonders da seine leichte Rüstung für Infiltration und Spionage gedacht ist, nicht um Waffen standzuhalten. Doch nun genug von der Ein-Mann-Armee, lasst uns einen Blick auf den Sensenmann werfen. Agent 47, auch bekannt als der Hitman oder einfach nur 47, ist der 47. Klon von Otto Wolfgang Ortmeier, welcher ihn als ultimativen Killer erschaffen wollte. Und das gelang ihm auch. Der Hitman verfügt über das 47. Chromosom, welches ihm physische und mentale Überlegenheit gegenüber normalen Menschen verleiht. Dies macht ihn auch tödlicher als jeden anderen Meuchelmörder auf der Welt. 47 ist 1,88 Meter groß, wiegt 85 Kilogramm und hat bereits in jungen Jahren sein Training zum Attentäter begonnen. Er kleidet sich am liebsten festlich leger, mit schwarzem Anzug, roter Krawatte und Lederhandschuhen, die Fingerabdrücke vermeiden. Agent 47 ist ein kaltblütiger, emotionsloser Killer, versiert im improvisierten und unbewaffneten Nahkampf, hat die Kunst der Tarnung gemeistert und ist in der Lage, körperliche Arbeit jeder Art deutlich effizienter zu vollbringen als jeder durchschnittliche Mensch. Seine körperliche Stärke ist dem Durchschnitt weit überlegen. So kann er mühelos Rinnen und Rohre hoch und entlang klettern, Leichen und bewusstlose Personen verschwinden lassen, Genicke brechen, Feinde problemlos niederschlagen und über Dächer und Balkons springen, weshalb es nahezu unmöglich ist, ihm zu entkommen. Der Hitman wurde mit nahezu jeder Schusswaffe der Menschheit ausgebildet und ist auch in der Lage, Waffen zu improvisieren und Fallen zu stellen.
Kombiniert mit seinen Tatfähigkeiten ermöglichen diese Kenntnisse es ihm, Morde wie Unfälle aussehen zu lassen und sogar ganze Gruppen von Menschen gezielt auszuschalten. Doch wenn er es einfach will, zieht er mal eben die Kanone und zeigt seine wortwörtlich perfekten Schussfähigkeiten. Für gewöhnlich mit seinen beiden schallgedämpften Silverballer-Pistolen, die er fast immer bei sich trägt. Im Gegensatz zu den meisten Auftragskillern schreitet der Hitman genauso gern in der Öffentlichkeit zur Tat wie sonst wo. Er bevorzugt es, sich über seine Opfer genau zu informieren, um im richtigen Moment zuzuschlagen und am besten gleich darauf in der Menge unterzutauchen. Auch als der perfekte Killer ist 47 dennoch ein Mensch und kann im Grunde auf jede erdenkliche Weise sterben, besonders weil er für gewöhnlich komplett auf Rüstung verzichtet. Nun, da wir das alles wissen, fragen wir uns natürlich, welcher von diesen beiden Killern ist der bessere? Wer würde die Moshpit überleben? Und der Gewinner ist Sam Fisher. Ich habe lange und gut darüber nachgedacht und in einem 1 gegen 1 Kampf wissen beide Teilnehmer von der Präsenz des anderen. Und ganz ehrlich, es ist einzig das Equipment, das diesen Kampf zu Fischers Gunsten entscheidet. Mit der Sonarbrille wäre es Fischer möglich, 47 schnell aufzuspüren und im besten Fall seine Market Execute Technik anzuwenden. In jedem Fall hätte Sam das Überraschungsmoment auf seiner Seite, sofern es überhaupt eins gibt. Auch wenn sie sich genau gegenüberstehen sollten, würde Fischer wohl gewinnen. Beide sind perfekte Schützen, jedoch hat Fischer zumindest leichte Panzerung, was ihm einen gewissen Vorteil gegenüber gar keiner gibt. Im Nahkampf gewinnen Kampfmesser gegen Fäuste. Jedoch hätte Fischer nicht den Hauch einer Chance im unbewaffneten Nahkampf, da sein Gegenüber mindestens genauso gut ausgebildet, aber körperlich viel stärker ist. Insgesamt gewinnt Sam Fischer jedoch Mann gegen Mann. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn man die beiden als Attentäter vergleicht. Während Sam Fisher in seiner Karriere einige exzellente Stealth-Kills zu verbuchen hat, besteht dieses Hitman ausschließlich aus solchen. Diese beiden unterscheiden sich in dem Grundsatz, wie sie Probleme angehen und vor allem, welche Probleme sie angehen. Sam Fisher ist der Mann fürs Grobe, der feindliche Basen infiltriert, Spionage betreibt, aber auch mal an der Front im Einsatz ist. 47 andererseits ist ein wortwörtlich geborener Killer, geschaffen um präzise und unbemerkt zu töten. An der Front wäre der Hitman fehl am Platz. Somit lässt sich also festlegen, im offenen Kampf gewinnt Fischer dank seiner überlegenen Ausrüstung. Vergleicht man die beiden als Attentäter, gewinnt 47 dank seiner Erfahrung und seinen überlegenen Genen. Aber Iron, warum hast du Market Execute mit in die Analyse aufgenommen, aber nicht den Instinkt von 47? Ganz einfach. Market Execute ist eine Fähigkeit, die Sam Fischer erfunden hat und im Spiel auf jedem Schwierigkeitsgrad vorhanden ist. Instinkt hingegen ist nur auf den einfachen Schwierigkeitsgraden verfügbar und ist also ein Gimmick, um dem Spieler das Spiel zu erleichtern und keine offizielle Fähigkeit des Hitman. Ich hoffe, ich konnte alle wichtigen Daten aufzählen. Sollte ich was Wichtiges vergessen haben, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mir das in den Kommentaren zu sagen. In diesem Sinne sagt Iron Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Moshpit. Stay heavy. Hey, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Moshpit angeschaut habt. Habt ihr eine Idee für zukünftige Matches? Schreibt es in die Kommentare. Die nächste Moshpit könnt ihr euren Kampf austragen. Worauf ihr achten müsst? Überlegt euch einfach zwei fiktive Charaktere, bestenfalls aus Videospielen, die gut miteinander vergleichbar sind. Ihr wisst schon wen? Na, worauf wartet ihr noch? In die Kommentare damit! Die Moshpit wird euch präsentiert von... Super Squad Gaming!